So, hallo, servus, liebe Leute. Ich bin jetzt hier gerade in Hall in Tirol und das ist die Burg Hasseck, die man hier sieht. Und die Burg Hasseck ist ein sehr historischer Ort. Sie ist nämlich bekannt durch die Prägeanstalt Hall in Tirol. Und man sieht hier die Geburt einer sehr bekannten Währung. Und zwar ist es so, dass hier zwischen 1477 und 82 der damals gültige Goldstandard umgewandelt wurde in den Silberstandard. Es ist also der Silbertaler hier entstanden. Und das Wort Taler, und wenn man sich jetzt so mal die Wörter anguckt, kann aus dem Taler sehr schnell der Dollar hergeleitet werden. Und so kann man eigentlich sagen, dass Hall in Tirol tatsächlich der Geburtsort des Dollars ist. Jetzt einfach mal wieder etwas zurück in der Geschichte. Das Rathaus in Hall in Tirol wurde von Friedrich mit der leeren Tasche an die Stadt verpfändet. Und zwar war das Rathaus früher das sogenannte Königshaus und war im Besitz der Habsburger, also der Tiroler Habsburger. Und weil eben jenes Gebäude verpfändet wurde, hat dann Sigismund der Münzreiche dann begonnen, die Burg Hasseck auszubauen. Von daher ist dieses Gebäude durchaus auch mit der Burg verbunden. Die Burg Hasseck diente zum Schutz, weil Hall auch eine wichtige Stätte für den Handel und auch die Produktion von Salz gewesen ist. Hier ist ja auch der Inn nicht weit und eben diese Burg diente auch schon in früheren Zeiten dazu, dass man praktisch diese Salzvorkommnisse hier auch entsprechend bewacht hat. Und der Sigismund, der eben auch Sigismund der Münzreiche genannt wurde, hat dann die Burg ausgebaut. Das, was man hier übrigens sieht, das ist der bekannte Münzturm, der natürlich auch in dieser Zeit praktisch entstanden ist. Dann vielleicht ein paar Worte nochmal zu 1477 bis 1482, als eben der Silbertaler hier auch ins Leben gerufen worden ist. Das war jetzt nicht nur wegen des Dollars sehr wichtig, sondern hat eigentlich auch dazu gedient, dass im Heiligen Römischen Reich das Silber eigentlich immer mehr das Gold auch irgendwo abgelöst hat. Und das ist im Prinzip auch so, dass das auch ziemlich lange irgendwo Gültigkeit gehabt hat. Und erst dann durch den Deutsch-Französischen Krieg 1871 wieder geändert worden ist, dass dann auch wieder der Goldstandard den Silberstandard dann auch abgelöst hat. Und das lag einfach daran, dass mit dem Sieg in diesem Krieg dann auch große Goldvorkommnisse an das Deutsche Reich gegangen sind. Zu K&K-Zeiten gab es in Österreich, ich glaube, 5 oder 6 Prägeanstalten. Ich glaube, ich kriege die jetzt so aus dem Kopf heraus nicht alle zusammen. Natürlich Wien. Dann auch Kremnitz in Ungarn, für Österreich-Ungarn. Der Buchstabe C, also ich glaube, das war jetzt A und B. Der Buchstabe C war Prag, wobei auch die Tschechen und Böhmen teilweise sagen, dass sie der Erfinder des Talers sind. Aber das wird wohl doch eben dieser Haller-Taler gewesen sein. So, dann haben wir noch Frauenberg in heutigen Rumänien, also in Siebenbürgen. Ich glaube, Baia Mare heißt der Ort heute. Und
Das E, das weiß ich jetzt gar nicht, wofür das stand. Also es gab auch eine Prägeanstalt dann später in Salzburg, wo bei Salzburg ja auch mit den Habsburgern erst sehr spät etwas zu tun bekommen hat. Und F ist der Buchstabe für Hall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwo in Triest oder so noch eine Prägeanstalt gegeben hat. Also das weiß ich jetzt nicht. Ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Wenn wir schon mal bei den Prägeanstalten sind, mittlerweile ist es so, dass es in Österreich, zumindest was eben die Münzen angeht, nur noch die Prägeanstalt in Wien gibt. Und in Hall seit den 70er Jahren dann auch wieder Medaillen geprägt werden, aber eben keine Münzen. Und da ist es wiederum so, dass im Jahre 1806 Tirol an Bayern gekommen ist und die Prägeanstalt in Hall verlegt worden ist nach Rosenheim und dann auch königlich-bayerische Münzprägeanstalt oder so ähnlich genannt wurde, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber zumindest königlich-bayerisches war dann in dem Titel drin. Und 1814 ist dann Hall zusammen mit Tirol wieder zu Österreich zurückgegangen, aber das hatte dann trotzdem keinen Einfluss in der Hinsicht, dass dann jetzt wieder hier eine Münzprägeanstalt ins Leben gerufen worden wäre. So, jetzt gehen wir hier nochmal durch das Tor durch. In Österreich werden immer noch sehr viele schöne Münzen geprägt übrigens. Also wer sich dafür interessiert, das ist die österreichische Münze, die so etwas macht. Wenn wir jetzt schon bei den Prägeanstalten sind, in Deutschland gibt es im Moment ganz genau 5 Anstalten. Und zwar ist das A für Berlin, das D für München, das F für Stuttgart und das G für Karlsruhe. Das J steht für Hamburg und zwischendurch im Dritten Reich gab es das B übrigens sogar für Wien und im Kaiserreich wiederum gab es noch einige Buchstaben mehr. Da gab es auch das B, stand seinerzeit für Hannover, C für Frankfurt, H für Darmstadt und das E für Muldenhütte in der Nähe von Dresden. Da wurde auch zu DDR-Zeiten geprägt. Solche Wasserwerke wurden ab dem Jahre 1550 betrieben. Hier handelt es sich um eine Nachkonstruktion und ab 1571 ist ein ähnliches Wasserwerk hier auch in Betrieb genommen worden. Es ist im Prinzip so, dass man in Enisheim im Elsass ein erstes ähnliches Werk seinerzeit in Betrieb genommen hat. Und ganz in der Nähe gibt es den Ansbach und der Ansbach diente als Wasserquelle für diese beiden großen Räder. Das heißt für die beiden natürlich nicht, sondern für die, die es zu der Zeit eben auch gegeben hat. Ja, hier sieht man auch nochmal, geht auch nochmal nach oben, den Münzturm. Und ich glaube, viele Leute interessieren sich ja im Moment zwar weniger für Sammlermünzen, aber für Gold und Silber. Und ich denke mal, hier geht man ja so ein bisschen auf den Ursprung des Münzprägens zurück, also dadurch, dass eben der Taler hier auch erfunden worden ist und damit ja auch der Name Dollar den Ursprung hier in Hall genommen hat. Da denke ich mal, dass das sicherlich für den einen oder anderen recht interessant gewesen ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald und ciao.